Ich begrüße euch zu meinem neuen Video. In diesem Video werde ich euch die drei größten Vögel vorstellen. Und los. Zuerst mal der Wanderalbatros. Der Wanderalbatros ist der größte Vogel der Welt. Er hat eine Flügelspannweite von 300 bis 350 cm. Er ist nach dem Quetzalcoatlus auch der größte jemals auf der Erde existierte Vogel, der fliegen konnte. Dann Nummer 2, der Andenkondor. Der Andenkondor ist der zweitgrößte Vogel der Welt. Er hat eine Flügelspannweite von 300 bis 330 cm. Er lebt in den Anden, also in Südamerika, und ist dort sehr weit verbreitet. Wie ihr sehen könnt, ist der Andenkondor nicht gerade sehr schön. Aber er ist ein super Flieger und auch ein super Jäger. Und zum Schluss noch der Barkgeier. Der Barkgeier ist der drittgrößte Vogel der Welt. Er hat eine Flügelspannweite von 280 bis 300 cm. Der Grund, weshalb er Bartgeier heißt, ist sein Bart. Dieser besteht jedoch nicht, wie vielleicht jetzt einige denken, aus Haaren, sondern aus Federn, die speziell klein sind. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und bitte gebt mir einen Kommentar. Und ich wäre auch froh, wenn ihr mir noch einen Kommentar geben könnt für mein nächstes Video, denn ich habe gerade keine Idee, was ich machen soll.